Moin. Moin. Wünschen euch viel Spaß bei dem Video. Ciao. Ciao. Moin nochmal. Moin. Heute berichten wir über den Stellplatz in den Niederlanden. In der Nähe von Roermond liegt Maasterp. Das ist ein Stellplatz, der ist ein Campingplatz angegliedert, direkt an der Maas. Ne? Richtig. Ja? So ein kleiner Yachthafen. Und die Maas ist dort die Grenze zwischen Holland und Belgien. Ja. Also wunderschön gelegen. Also es ist eine tolle Gegend da. Man kann dort überall, wie in Holland natürlich üblich, wunderbar Radfahren. Das also, kann man da sehr gut. Tolle Sachen zu sehen. Der Platz ist auch schön. Der Stellplatz ist gut. Gute Fähr- und Entsorgung. Ja. Großzügige Plätze, also auch für große Wohnmobile, die Anfahrt und alles super geeignet. Also wirklich große Plätze. Wir haben da den Hubert besucht, den haben wir in Mazaron kennengelernt. Der hat ein Bötchen da liegen. Und da hat er gesagt, wenn ihr Bötchen fahren wollt, kommt doch mal vorbei. Dann haben wir das mal haben gemacht. Ne? Und haben wir uns da noch mit Jürgen und Michaela da getroffen. Die kennen wir auch aus Mazaron. Und hatten wir uns dann ein schönes Wochenende haben wir da verbracht. Ja, ne? Schaut euch das mal an. Ich zeige ein bisschen vom Platz und ganz ein paar Bilder von dem Bötchen fahren. Ne? Viel Spaß dabei. Ciao. Ciao. So, hier mal der Überblick, wo wir uns befinden. Nämlich der Stellplatz in Maasterp am Yachthafen befindet sich in der Nähe von Roermond. Südwestlich von Roermond. Hier sind wir schon bei der Anfahrt. So, links sehen wir schon den Yachthafen und rechts den Campingplatz. Der Wohnmobilstellplatz befindet sich jetzt hier links am See, rechts ist die Rezeption hier rein. Da müssen wir hinterher zum Anmelden rein, aber da wir schon angemeldet sind, geht die Schranke automatisch hoch. Da haben die ein Erkennungssystem. Jawohl. Fahren wir ein Stück rein, stellen uns erstmal hin und gehen mal zur Rezeption. Und da gerade, wo wir rechts hätten wir fahren, ein bisschen zur Rezeption. Da gehen wir aber eben zu Fuß hin. Brauchen wir da nicht rumrangieren, wie verrückt. Fällt man hier schon drauf, bleibt eben stehen und fragt, ob alles Roger ist. Wir wussten sogar schon, welchen Stellplatz wir bekommen, weil wir genau den gebucht hatten. So steht man dann da. Wirklich großzügige Plätze, schön. Strom direkt davor, wie man sieht. Ne? Reichlich Steckdosen. In sämtlichen Ausführungen übrigens. Ne? Schoko, See, alles da. So, so schaut man dann auf den Yachthafen. Da gegenüber. Wie gesagt, die Autos, die hier stehen, die Wohnmobile, die stehen quer dazu. Das ist natürlich noch schöner. Da war beim Buchen aber nichts frei. Jetzt ist einer frei, so ist das. Aber ist auch ein schöner Anblick da jetzt so, ne? Da sieht man nochmal großzügige Plätze rechts neben uns. Jetzt von uns aus gesehen hier kommen noch Michaela und Jürgen, die auch noch mit Bötchen fahren wollen. Wir sind ja wegen Bötchen fahren da hauptsächlich. Aber dass das so ein schöner Stellplatz ist, hätte ich gar nicht gedacht. Also toll. Hier sind die Stellplätze nummeriert. Nummer 25 hatten wir. Und da kann man runterschauen, noch auf den anderen See. Und da unten auf der Wiese stehen auch Wohnmobile, wenn es mal richtig voll ist. Hier geht es hoch zu Fähr- und Entsorgung und zu dem kleinen Sanitärhaus. Hier zum Spülen. Da ist zum Kassetten entleeren, Chemiekassetten entleeren mit Schlauch zum Nachspülen. Alles gut gemacht und da ist der Bodeneinlass fürs Grauwasser. Im Hintergrund, wie gesagt, sieht man nochmal den See, wunderschön. Und die Rasenfläche davor, die ist auch schon mal voll. Da stehen auch Wohnmobile dann. Ne? Das ist dann ohne Strom da unten. Das sind die Plätze ohne Strom, direkt am See da unten. So, wie gesagt, hier jetzt auch nochmal zum Frischwasserzapfen. Da sieht man, die ganze Anlage ist ein bisschen erhöht zu dem anderen Platz.
So, hier geht's zu den Duschen. Die nicht getrennt sind, Frauchen und Männchen, ne, sondern Gemeinschaftsräume alle sind. Da sieht man's. Großzügig, wird gemünzt. Sind noch zwei kleine Räume nebenan mit Waschbecken, Handwaschbecken, da die gegenüber. Und hier um die Ecke sind die WCs. Auch nicht nach Männchen und Weibchen getrennt, sondern auch zusammen. Ist ja auch kein Thema. Hier geht es jetzt nochmal runter zu dem Stellplatz, wo wir stehen. Und hier geht es nochmal einen Blick von der anderen Seite auf den Yachthafen, auch vom Stellplatz hier. Da sieht man, wie schön dieser Anblick ist. Ja. Sieht man jetzt nochmal, damit man weiß, wo man ist. Da stehen wir jetzt. Und rechts ist der Yachthafen, geradeaus im Hintergrund sehen wir das Sanitärhaus. Man sieht auch Laternen, toll beleuchtet abends, also ist wirklich gut gemacht. Kostete jetzt im Juli 24, 26 Euro inklusive Strom. Ohne Strom wäre es, glaube ich, 3,50 Euro billiger gewesen unten auf der Wiese da. Da ist schon das Wohnmobil zu sehen von Michaela und Jürgen, die dann auch gekommen sind. Die da auch die Idee eigentlich zu hatten, dass wir da mit dem Hubert mal ein bisschen Bötgen fahren. Hat man dann zusammen gebucht, die Plätze also nebeneinander. Geht also auch, wenn man mal gemeinschaftlich stehen will, kein Problem. So, jetzt noch ein paar Bilder vom Bötchen fahren. Das ist das Boot von dem Hubert. Ist schon toll, bin ich immer für zu haben für sowas. Das ist schon eine spannende Angelegenheit, wenn man da auch nicht so oft mit zu tun hat. Jetzt packt er rückwärts aus. Muss man alles können, ne? Ist schon immer was Besonderes, wenn man so ein bisschen maritim angehaucht, die so ein bisschen Fan ist vom Schiffchen fahren, vom Bötchen fahren. Ja. Da sieht man Hausboote im Hintergrund. Das ist auch eine schöne Gegend, allgemein auch zum Fahrradfahren. Wunderbar. Kapitän, klappt alles? Jo! Das ist beruhigend. So, und jetzt? Da vorne, alles klar. So geht er los. Wir haben Vertrauen zum Kapitän. Redet Hallo. Gut. So. Das ist mal schön auf dem Bötchen hier. Ja. Da macht Spaß. Auch schön. Ist schon schön hier, die Gegend. Ja, wunderbar. Guck dir mal die Hütten an hier. Da richtig zwei Etagen oder so, ne? Guckt euch das mal an. Hier sind die Hausboote. Oh, Hausboote und was immer das auch ist. Auch schön, wir sind hier. Wir sind jetzt gerade hier bei unserem Kumpel Hubert aus Mazaron auf dem Schiff in Masterb bei Roermond. Ne? Holland. Ja. So, ich guck jetzt mal hier. Guck mal, wir fahren hier um Ecke. Guck mal hier, alte Brüder. Ja, das macht Spaß. Vor allem bei diesem super Wetter. Ja. Da stehen jetzt Kühe im Wasser, hätten wir auch nicht gedacht, ne, was man da alles so sieht. Die trinken da. Lass dich überhaupt nicht erschrecken. Das ist auch gut so. Machen wir auch nicht. Wir fahren da sehr langsam extra vorbei. Ja.
Das war schon die Vorstellung von dem Stellplatz in Masterb am Campingplatz, am Yachthafen. Haben wir noch ein bisschen zusammengesessen abends mit der verrückten Truppe. Hier hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und ciao.